Hallo, guten Morgen. Es ist Freitag. Die Messe ist vorbei. Wir haben mega viele Spiele. Ja, so eine kleine Wagenladung. Genau, deswegen sagen wir einfach zu den wenigsten wirklich was und dann zeigen euch, was wir haben und machen so einen kleinen Schnelldurchlauf. Wir fangen einfach mal an mit Freie Fahrt Erweiterung USA. Ist es überhaupt eine Erweiterung? Das ist ein eigenständiges Spiel. Das ist ein eigenständiges Spiel. Auf jeden Fall Freie Fahrt, Friedemann Friese, ganz Klassiker. Nächstes Spiel. Genau, weiter geht's. Weiter mit Zügen. Cube Express. Auch ein neues Spiel. Muss mal gucken, ob wir das alles ordentlich jetzt haben. Jetzt ein Experten. Dann haben wir gleich super schwer. Civilution. Ziemlich hot gerade. Genau, neues Stefan Feld. Das ist der neue Stefan. Geil, nicht schlecht. Ja, da werden die Ohren spitzen. Dann haben wir kleine Katan-Szenarien-Erweiterungen. Genau. Hashtag wir bleiben zu Hause. Ja, genau, von der Corona-Pandemie und, noch. Genau, Axel der Erneuerer. Das ist für Katan das Duell und für das Duell Sternfahrer haben wir auch noch was, den Rundspielplaneten. Genau. Yes. So kleine Mini-Erweiterungen. Dann haben wir ein Jugendstil-Spiel, glaube ich zumindest. Es ist Intarsia. Neues Spiel. Wir wollen ja nicht zu viel. Ich will schon wieder ins Labern, wenn ich es anfange. Man möchte einfach. Hidden neues Games, bekannte Reihe, genau. Kriminalfall lösen mit ganz viel coolem Material und auch Haptik. Man muss Internet recherchieren, irgendwo anrufen möglicherweise. Also es gibt wirklich Es ist ein schönes Gruppenspiel für den Abend. In diesem Fall der Camping-Killer. Dann eine Erweiterung für Villainous. Genau. Star Wars, endlich mit Darth Maul, einer meiner Lieblingsbösewichte aus genau. Star Wars. Und Captain Phasma. Yes. Okay, leider ein bisschen kurz gekommen. Ja. Aber Darth Maul ist nice. So. 12-Chip-Trick, neues Spiel. Oh, genau. Einer meiner Favorites diese Woche. Ein kleines Päckchen, eine Mini-Erweiterung für Rebel Princess. Was ein sehr cooles Kartenspiel war. Es sind einfach ein paar neue Prinzessinnen und ein paar neue Rundenkarten. Das heißt, man hat noch mehr Variation eigentlich. Geil. Obwohl das Grundspiel schon echt viel Variation bietet. Also dann, genau. Es tut mir leid, dass ich mich aufzureden. Dann haben wir Mischwald-Erweiterung. Waffelzeit. Ich habe eigentlich auch einen an der Waffe, wenn das hier so weitergeht. Ich krieg Hunger, wenn das Spiel länger festhält. Yep. So, einer der heißen Feger diese Woche. Oh ja. Herr der Ringe, jetzt Duel. Atmen wir mal durch. Da kann man mal kurz was zu sagen. Das ist ja auf dem Basiskonzept von Seven Wonders Duel. Genau, ja. Aber ein bisschen erweitert. Das sieht auch sehr cool aus. Ja. Es ist auch asymmetrisch. Also ein Spieler übernimmt quasi die Allianz der Menschen oder die Allianz der verschiedenen Völker. Der freien Völker, danke schön. Der andere Spieler übernimmt die Kontrolle über Sauron. Und es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen. Und beide Parteien funktionieren so ein bisschen anders. Ja, geiles Spiel. Sieht cool aus. Sehr viel Gutes drüber gehört. Sehr heiß erwartet. Ähnlich heiß erwartet war, es sieht ja wirklich ultra geil aus. Ja, ne? Also ich weiß noch überhaupt nicht, was es ist, aber es sieht mega gut schickes, aus. Ein schickes Legespiel im Mittelalter. Media Etas. Und sieht sweet aus. Von Boardgame Box, hat ein neues Ding. Wo wir gerade über Star Wars geredet haben, haben wir Star Wars das Deckbuilding-Game, die neue Clone Wars genau. Edition. Genau, das Grundspiel gab es schon mal. Also das ist eine eigenständige Erweiterung, kann man untereinander kombinieren. Und jetzt halt mit Clone Wars Setting. Yes. Ein bisschen was zum Rätseln, diesmal für die ganze Familie. Klassisch Exit ist ja, glaube ich, ab 10 oder 12. Das hier ist ab 8. Also einfach, dass man ein bisschen mehr mit Kindern kann. Gut vorstellen als hervorragendes Weihnachtsgeschenk für die Family. Auf jeden Fall. Yes. Gut zu machen, direkt am Heiligabend. Weiter geht's. Weg damit. Hier haben wir RIP. Bieten, Bluffen, Beute machen. Das sieht auch ganz cool aus. Basiert, glaube ich, auf einem Comic, wo es auch um verschiedene Tatortreiniger geht. Und hier geht es um Tatortreiniger, die Tatorte flattern und versuchen, eventuell noch einen Mörder zu finden. Nee, oder eventuell selber die Mörder sind. Also dann haben wir ganz viele kleine neue Spiele von Pegasus. Wir fangen an mit Synchro, ein schönes Kartenspiel mit einem Drachen vorne drauf. Ein anderes Spiel mit einem Drachen vorne drauf ist Synchro Roaring Twenties. Und dann haben wir noch Storybox-Abenteuer und Träume und Albträume, auch quasi neue Pegasus-Spiele. Mhm. Vom Drachen zu anderen Wesen, das neue Horrified-Spiel haben wir da. Ja, und zwar World of Monsters, hier dann mit den vier epischen Monstern Cthulhu, die Sphinx, dem Yeti, und einem Jiangxi-Zombie. Genau, ist so ein kooperatives Spiel, wo man irgendwie gegen Monster antritt. Und da gab es schon Varianten halt mit den klassischen sehr geiles Jasons Spiel. Und Freddys und so. Dann haben wir ein neues Oink-Game.
Die seit Scout einfach, seit Scout bin ich absoluter Fan von EuG Games und bringen immer wieder. Genau, das Zeug. Wird dann. Genau, hier geht es darum, einen Nationalpark zu gründen, aufzubauen, geil. Zu managen. Ja. Dann haben wir nur noch 30 Sekunden Zeit für unser Video. Spaß. 30 Seconds. Nur die Zeit kann euch stoppen. Als genau. Nächstes haben wir Tempo, schnelle Autos. Schnelle Autos. Motor City. Das ist ein schönes Roll'n'Ride von den Leuten, die drei Schwestern und Fleet gemacht haben. Ah. Also erprobte Roll'n'Rider und sieht cool. Nice aus. Mhm. Muscle Cars in den USA. Testen, bauen, entwickeln. Dann Spirit Island, etwas, was mir quasi jetzt schon, also eine neue Spirit Island Erweiterung, etwas, was für mich ein echtes Problem ist. Ich habe mir vor ein paar Tagen gerade Spirit Island gekauft und ich befürchte, dass mein ganzes Geld die nächsten Monate für diese Erweiterung komplett draufgehen wird, weil ich die anderen ja auch noch nicht habe. Und ich freue mich jetzt schon drauf, dass ich das ultra geile Spiel. Campus Galli. Wir bauen neues eine Spiel. Wir bauen eine Monastery, Kloster. Mhm, Kloster okay. Bauen wollen. Ja, Raja of the Ganges. Cards and Karma, neue Variante, keine Erweiterung, eigenständig spielbar, eine flottere Version, nur mit Karten. Dann wieder passend zum Thema, wir haben keine Zeit. Make and Break Around the World. Nächstes Spiel. Wir haben, was auch sehr geil ist, Ticket to Ride Premium Material. Das finde ich auch wieder ultra geil. Genau. Also wirklich jetzt so ultra geile Züge, also auch unterschiedliche Thematiken. Also wenn man schon immer mal den Mord im Orient Express nachspielen wollte, hat man jetzt vielleicht sogar das richtige Spiel. Für Ticket to Ride Fans, Zug um Zug Fans. Mega geil. Ein paar Deluxe Extras. Dann Tamagotchis. Wer kennt sie noch aus den 90ern? Wir haben jetzt Tamagotchis. Super geil eigentlich. One Piece Tamagotchis tatsächlich. Ja, speaking of One Piece, wir haben auch den neuen One Piece Band. Jetzt 107. 107 sind wir schon angekommen. Genau, haben wir schon ein paar da. Und was wir auch da haben, ist super viel Material für Glenmore 2. Genau, da haben wir gerade so eine Aktion. Genau. Wenn man bei uns Glenmore 2 holt, dann gibt es ein dickes Paket an Promomaterial mit Material-Upgrades. Genau. Gibt es dann zu dem Spiel. Das ist super geil. Na, das schon. War's. Nee, das haben wir schon. Dann haben wir alle Spiele gezeigt. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und kommt gerne vorbei, um euch diesen Mega-Haufen an Spielen anzuschauen. Oder die anderen, die wir da haben. Wunderbar. Tschüss. Bis dann. Ah, Video schon wieder vorbei. Na Mensch, das ging ja schon wieder schnell. Ja, wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr es liked und ein Abo sowieso auch. Naja, und wenn es euch nicht gefallen hat, dann sagt uns doch gerne, was wir besser machen können. Wir versuchen das dann auch besser zu machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, oder?